arbeiten. Das ist jetzt das erste Mal, wo ich mit Papierschnitt eigentlich so arbeite, sonst bin ich Grafiker, oder? Ich versuche mir immer so möglichst daran zu halten, nichts zu schneiden, wo etwas darstellt bei diesen Sachen. Der Kreislauf vom Leben in meinen Augen, du hast eigentlich revolutioniert oder du hast gegen etwas angekämpft. Ananas im Cocktailglas. Pizzaton. Der schiefe Ton von Pizza. Ist nicht anders als das Wurstbier. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir einfach das Pizza ein Grundnahrungsmittel von uns ist. Und wir irgendwie mal auf die Idee gekommen sind, die Pizzaschachteln sind irgendwie noch inspirierend. Wir könnten die ja aufbewahren. Und irgendwann haben wir 100 Pizzaschachteln gehabt und dann haben wir nicht mehr gewusst, was damit machen. Ja, wir sind noch nie zu Pisa gewesen. Das wird uns das nächste. Und darum haben wir gesagt, ja, wenn wir nicht auf Pisa gehen, dann holen wir Pisa zu uns. Geil gefunden, der Ballonemann. Bevor wir eine Installation machen, setzen wir uns sehr stark mit dem Raum, wo die Installation steht, auseinander. Und die Cityhalle in Winterthur, wo die Jungkunst jetzt seit 6 Jahren ist, hat einen Klötzli Holzboden. Einen Industrieklötzli Holzboden. Und der hat uns stark inspiriert. Wir haben dann den Link gemacht zum Industrieareal in Aarau, zum Thorfeld Süd. Und der Boden, den wir hier sehen, oder die Holzplätze, die wir hier sehen, sind ursprünglich vom Boden in den Eschbachhallen im Thorfeld Süd. Visualisiert mit den Bildern, die man im Hintergrund sieht. Die Wörter sind zusammenhanglos. Weiß ich nicht. Ja, ich weiß. Nein, den von ihm. Wir haben im Archiv des Kantons Aargau angefragt, ob es Dokumente gibt, die hinterlegt sind zu dieser Eschbachhalle. Und dann haben wir die Dokumente anschauen und Kopien gemacht von diesen Dokumenten. Und das sind Wörter, die wir für zutreffend gefunden haben für das Areal und für die Zukunft oder für die Vergangenheit von dem Areal und haben die symbolisch hier eingesetzt. Was man jetzt mit dem macht, das ist eigentlich das kann man selber entscheiden. Die Leute, die das Areal oder die Möglichkeit haben, um das Areal zu formen, die können selber sagen, wo es durchgehen soll. Das wollen wir auch mit diesen Wörtern symbolisieren. Eine Auswahl der besten Künstler in diesem Jahr. Die Jungkunst ist wirklich eine ganz tolle Plattform für die Künstler. Einmalig, man bewirbt sich und man wird ausgewählt. Das ist nicht einfach so, weil es bewerben sich recht viel und das Niveau ist recht gut. Und es macht eine riesige Freude auszustellen. Was sehr speziell ist an der Jungkunst, das ist ein unglaublich persönliches Organisationskomitee. Das Organisationskomitee und das Auswahlkomitee, die kommen bei allen Künstlern im Atelier vorbei, gehen den Künstler besuchen und entscheiden erst dann, ob sie mitmachen dürfen. Ja, einfach Kinder, wenn du es siehst. Es ist einfach unerklärbar, das Verflossene verbunden mit der Musik. Mehr oder ich haben sowieso einen Hang zu Installationen. Und von dem her, ich finde das eine der ganz schönen Installationen, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Nein, der war im Zahraum. Ja. Das ist etwas Ding. Ravioli. Berühmtheit. Verdirbt die? Oder wird sie besser? Oder? Es hat das Ablaufdatum drauf. Kannst du mal das anlegen? Ja, kannst du mal das Ablaufdatum zeigen?
Ist es nicht ein bisschen riskant, jetzt die ganze Berühmtheit zu verkaufen, schlussendlich? Nein, verkaufen nicht unsere Berühmtheit. Das ist ja nicht uns. Es war praktisch der praktisch. Du machst den Untergrund, wo du draufdrücken willst. Du musst mit Aceton einreiben. Ja. Und dann legst du die Folie drauf. Über die Folie hineinreiben, die Folie abziehen. Es ist einfach immer aufgeblasen worden und dann wieder zusammengeht und wieder aufgeblasen. Okay. Unser Leben ist wirklich eine Installation. Ja. Und wir wollen dann, dass die Leute teilhaben können an unserer Kunst. Ja. Zusammengeht.